ist er seltsam, wie eine kleine Prinzessin, deren Füße weiße Tauben sind. Man könnte meinen, sie tanzt. Verboten. Die Prinzessin erhebt sich, sie verlässt die Tafel. Sie ist sehr geliebt, sie kommt hierher. Ja, sie kommt auf uns zu. Sie ist wie eine verirrte Taube. Ich kann nicht bleiben. Warum?
Begehrt. Thank you.
Häuser der Kirche.
man sagen, Prinzessin. Der Lust ihre Armen, jede Schatten hat, voll bunt gemalte Männer ihre Herren, und gesandte ins Land, der bald erschickte. Spricht von meiner Mutter. Nein, nein, Prinzessin. Leuten Assyrien sich gab. Wo ist sie, die sich den jungen Männern den Ägypter gegeben hat? In fallenden Leinen und Hyazinth der Steinen prangen, deren Schilde von Gold sind und ihr Leiber wie Riesen. Dessen verliebe, die dem Hirn die Wege bereitet und ihre gewisse Taten bereue. Und wenn sie gleich nicht bereut, heißt sie hier kommen, bin dabei. Hat die Erde erfüllt mit dem Feuer.
Asche auf deinem Kopf mag dich auf in die Wüste. Und suche des Menschen Sohn. Wer ist das? Des Menschen Sohn? Ist wie schön wie du? Des Todesengels im Palast herein. Prinzessin, ich flehe, geh hinein.
ist nicht ein seltsames Bild. Es sieht aus wie ein wahnwitziges Weib, das überall nach Boden sucht. Wie ein betrunkenes Weib, das uns vor mir gefällt. Nein, der Mond ist wie der Mond. Das ist alles, wir wollen hineingehen. Ich will hier bleiben. Das soll die Teppiche hierher, zünde Fackeln an. Ich will noch einen in meinen Gästen trinken. Ah, ich bin hochgegriffen. Ich bin im Blut getreten, das ist ein böses Zeichen. Warum ist hier Blut und dieser Tote? Wer ist dieser Tote hier? Wer ist dieser Tote? Ich will ihn nicht sehen. Ich erließ keinen Befehl, dass er getötet werde. Er hat sich selbst getötet. Herr, was scheint mir seltsam? Der junge Syrier, er war sehr schön. Ich erinnere mich, ich sah seine schmachtenden Augen, wenn er sah, nun er ansah. Fort mit ihm! Es ist kalt hier, es weht ein Wind, weht nicht ein Wind. Nein, es weht kein Wind. Ich sag euch, es weht ein Wind, und in der Luft hält etwas wie das Rauschen von Fischen. Höre ich es nicht mehr, aber ich habe es gehört. Es war das Wehen des Windes, es ist vorüber. Horch, hört es nicht. Das Rauschen vom Meer auf den Thron deiner Mutter.
wünsche ich denn? Ich habe es vergessen. Ah, ah, ich erinnere mich. Überdies ist ein sehr großer Prophet. Ich glaube diesen Propheten, aber du hast Angst vor ihm. Ich habe von niemandem Angst. Ich sage dir, du hast Angst vor ihm. Warum lieferst du ihm mir die Juden aus, die seit Monaten nach ihm schreien? Wahrhaftig, Herr, es wäre besser, ihn in unsere Hände zu geben. Genug davon. Ich werde ihn nicht in eure Hände geben. Er ist ein heiliger Mann. Er ist ein Mann, der Gott geschaut hat. Das kann nicht sein. Seit der Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Er war der Letzte, der Gott von Angesicht geschaut. In unseren Tagen zeigt sich Gott nicht. Gott verbirgt sich. Darum ist großes Leben in das Land gekommen. Großes Leben. Weil etwas niemand zu Elias er hat Gott gesehen hat. Möglicherweise, weil sie sagten Gottes, was sie sah. Gott zu keiner Zeit verborgen, er zieht zu allen Zeiten und an allen Orten. Gott ist im Schlimmen ebenso wie im Guten, das ist alles, was ich sehe, mit welchem Leben aus Alexander, die Griechen sind ein. Wo ihn Gott wird, seine Wege sind sie zugebiet. Gott die Wahrheit bewahrt, Gott ist wahrhaft. Aber was diesen Menschen angeht, er hat Gott nie gesehen. Seit dem Propheten Elias hat niemand Gott gesehen. Was hat niemand? Er war der Letzte, er war der Letzte, der Gott ist wahrhaft. Wie erweckt die Toten? Ja!
nicht abbrennen. Spricht der Herr, unser Gott. Wie viel ist er schwer? Eine Menge Menschen wird sich gegen sie sammeln und sie wird den Stein nehmen und sie steinigen. Kriegshauptleute werden sie mit ihren Schwerten durchbohren. Wie werden sie mit ihren Schilden zermalen? Es ist schweigen! Es ist so, dass ich alle Verruchtheit austilgen werde. Dass ich alle Feiber lehren werde, nicht auf den Wegen ihrer Gräuel zu wandeln. Willst du für mich tanzen? Ich
von Bosra kommt, dessen Kleid mit Purpur gefärbt ist, der in der Schönheit seiner Gewände leuchtet, der erhebt sich in seine Größe wandelt. Darum ist kein Kleid mit Charme noch gepflückt. Mit einem Wort, er ist mir tot, steh auf,
alles geben, was dein Herz begehrt. Was willst du haben? Sprich! Gewiss doch, in einer Silberschüssel. Sie ist reizend, nicht. Was ist, das du in einer Silberschüssel haben möchtest? O süße, schöne Salome, du, die schöner ist als alle Töchter Judäas. Was sollen sie dir in einer Silberschüssel bringen? Sag es mir, was es auch sein mag, du sollst es erhalten. Was ist es, das du haben möchtest, Salome? Salome, Salome, lassen Sie Freunde zueinander sein.
gedenkt ich. Ah, was wollt ich sagen? Was war's? Ah, ich weiß es wieder. Es kann sein, dass der Mann von Gott gesandt ist. Er ist ein eiger Mann. Der Finger Gottes hat ihn berührt. Du möchtest nicht, dass mich ein Unheil trifft. Salome, hör jetzt auf mich! Ich will den Kopf des Jochen. Seine Mutter nie gesehen hat. Ich habe ein Halsband mit vier Perlen. Topase, gelb wie die Augen der Tiger. Topase, hellrot wie die Augen der Waldtaube. Grüne Topase wie Katzenaugen. Ich habe Opale, die immer funken, in einem Feuer kalt wie Eis. Ich will sie dir alle geben, alle. Ich habe Chrysolite und Brille, Chrysoprase und Rubine. Ich habe Sardonyx und Hyazinthscheine und Steine aus Chalcedon. Ich will sie dir alle geben, alle und noch andere Dinge. Ich habe einen Kristall, in den zu schauen keine Weibe vergönnt ist. In einem Perlenmutterkästchen habe ich drei wunderbare Türkise. Wer sie an seiner Stirne trägt, kann Dinge sehen, die nicht wirklich sind. Es sind unbezahlbare Schätze. Was begehrst du sonst noch, Salome? Alles, was du verlangst, will ich dir geben, nur eines nicht. Nur nicht das Leben dieser Sonne. Verlangt. Wahrheit, ihre Mutterkind. Ich hatte den Ring.
an meiner rechten Hand. Wir haben einen Wein getrunken. Es war Wein in meinem Becher. Er war mit Wein gefüllt. Es hat ihn jemand ausgetrunken. Oh, gewiss wird Unheil über einen kommen. Meine Tochter, meine Tochter. Ich bin sicher, es wird ein Unheil geschehen. Laut zu vernehmen. Ich höre nichts. Warum schreit er nicht, der Mann? Ah, wenn eine mich zu töten käme, ich würde schreien, ich würde mich wehren, ich würde es nicht töten. Schlag so, nein, schlag so, es soll geschehen. Schreckliche Stille. Ah, es ist etwas zu Boden gefallen. Ich hörte etwas fallen. Es war das Schwert des Hekers. Er hat alles dieses Klang. Er hat den Schwert fallen lassen. Er traut sich nicht, ihn zu töten. Er ist eine Menge. Dieses Glauben, Schicksal wird in mir. Ich sage dir, wir sind doch nie in die Welt.
Thank you.
Tochter. Ich sage dir, sie ist ein Ungeheuer. Meine Tochter hat Da spricht meines Bruders Zeit. Komm, wir wollen nirgend der Zeit eingehen. Komm, sag ich dir. Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.